So. Karte prüfen. Gib mir mal mein Tablet her. Ach, hier hinten muss er sein. Vermuteter Fundort. Okay. Akzeptieren. Ergebnis, wir haben etwas gefunden. Ja, ein schönes Ding, du. Nutze eine Druckluftspülstation. Ja, wie immer. Was habt ihr denn gefunden? Es ist ein... Das ist doch so ein T-34. 75, glaube ich, ne? Das gleiche Ding, was wir vorhin repariert haben. Das ist doch fein. Aber jetzt haben wir wenigstens ein besseres Licht hier. Da sieht man auch, ob das ganze Zeug jetzt sauber ist. Ne? Die Reinigung war es bei 28%. Das ist ein Quatsch. Aber ja, von mir aus. Na, noch nicht hier. Unten müssen wir noch ein bisschen säubern. So. Was ist denn das? Panzerreinigung. Reinigung des Panzers für 500 anrufen. Ach so, cool. Wenn ich das nicht selber machen kann, ich das machen lassen. Panzer über den LKW geschafft. Ja, jo, jo. Starkes Ding, jetzt kommen wir nicht raus. Doch, jetzt kommen wir raus. Da ist er. Wollen wir ihn noch ein bisschen reinigen? So, dann ab zurück in die Garage. Jetzt haben wir Minus, habt ihr das gesehen? 1600 und jetzt haben wir auch noch Minus. Jetzt müssen wir uns langsam mal wieder an Aufträge machen. Jetzt haben wir ein Problem. Gehen wir pleite. Aber das ist ein Tutorial. Wir machen nur das, was die im Tutorial sagen. Ne? Das ist schon peinlich, wenn wir dann hier... Aber wir hatten doch vorhin... öffne den Computer und prüfe die E-Mails. Ich prüfe E-Mails. So, Findenberger Panzer haben wir. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier das. Von draußen. Montagezustand, 18 Stunden. Hier kann man doch auch nichts nachgucken. Jetzt benötige Reparaturzustand. Liste der Aufgaben, ja. Wiederherstellen des Anfangszustandes. Habe ich ja hier. Neue E-Mails. Prüfen. Macht er? Hat er aber nicht. Er hat keine neuen E-Mails. Da steht aber, öffne den Computer und prüfe die E-Mails. Haben wir doch gemacht. Ich liebe es schon wieder. Na gut, dann nicht. Dann schauen wir mal, was wir jetzt im Hinterhof machen können mit diesen anderen KV1, den wir da hatten. Ob wir die erstmal ordentlich auseinandernehmen? Ja, machen wir mal die Garage auf hier. Da stehen sie! Aufgereiht. In Reihe und Glied. Und wir können anfangen, das Ding auseinanderzunehmen. Können wir nicht, weil er hier draußen steht. Können wir den in die Garage jetzt schaffen? Montagemodus. Wechseln. Modulmenü. Panzerstatus. Panzeranalyse. So, gucken wir mal. Hier ist alles im Arsch. Wert des Panzers. Fehlende Bauteile. 2953. Ja, läuft. Ich würde ehrlich gesagt
Ja, Herkunftsland, Sowjetunion, kauf eins. Ich würde ehrlich gesagt das Ding erstmal zerlegen, oder? Geht nicht. Also müssen wir das drinnen erstmal zerlegen. Gut, geh mal rein. Wahrscheinlich geht es nur drin. Und draußen können wir nicht dran arbeiten, sondern nur hier drin in der Werkstatt. Was Sinn macht, ja. Aber gut, schauen wir mal. Dann kümmern wir uns erstmal um das Gerät, was wir hier drin stehen haben, und unserem Deutschen hier. So, auch erstmal wieder so eine Panzerstatus machen. Panzeranalyse. So, Panzer verkaufen. Auch hier, der ist jetzt schon 6.500 wert. Können wir gleich mal verkaufen, ein bisschen Kohle machen. Nee, nee, machen wir nicht. Wir wollen ja das Ding auf Vordermann bringen. Also machen wir erstmal alles ab hier, demzufolge. So, Demontage, Antriebsrad. Oh. Die sind sogar noch gut. Guck mal, die Schrauben. So. So, mal gucken. Das ist alles noch gut hier, oder? Ich mach mal alles ab. Gehäuse. Ach, du liebes bisschen. Ach, du liebes bisschen. Jede einzelne Schraube raus. Rausfummeln. Na, musste ja. Hilft ja alles nicht. Guck mal, das Ding ist komplett am Popo. Das kann eine Weile dauern jetzt. Getriebewelle mit raus. So. Hier müssen wir. Halt, stopp. Erstmal in den Bolzen ziehen oder was hier? Ja. Den Bolzen rausziehen. Leute, das kann dauern. Alter Finne. Ich nehme erstmal die Laufräder ab, ne? Das ist erstmal gerade das Einfachste. Aber wir müssen dann echt gucken, was noch von den Dingern brauchbar ist und was nicht. Vielleicht müssen wir da einfach nur welche entrosten. Weil so viele Kohle haben wir jetzt dann auch nicht, ne? Dass wir hier, wir könnten die höchstens dann verkaufen. Schon mal. Und hier fehlen sogar noch zwei Schräubchen. Vor allem Schräubchen. Wir wüssten, wie viel die Dinger, wie schwer die sind. So. Wagenheber. Seitlicher Kotflügel. Ich kann es hier alles bis auf die Wanne. Oh, ein MG34 ist sogar noch drin. Ich werde nicht mehr. Die Halterung. Ist natürlich auch wichtig. Schaltgetriebe, das müssen wir dann ausbauen. Das können wir jetzt noch nicht bauen. Ach, du Jemini. Schaltgetriebe können wir noch nicht ausbauen, ne? Bremstrommel, Schalter, Pedale. Pedal A, Pedal B. Das können wir auch noch nicht ausbauen. Feuerlöscher. Der Feuerlöscher, der ist auch wichtig. Ein kleiner Schrank. Noch mehr Munitionsboxen. Naja, was willst du machen? Brauchst du einen Haufen Munition? Hier können wir alles noch nicht abbauen. Da müssen wir hier alles noch nacheinander weg manövrieren und wegbauen, bevor wir das dann auch noch machen können. Um ein Element zu montieren, muss ich jeweils in den Standard.
Das können wir alles schon abmachen hier? Nee, noch nicht. Kühlerdeckel können wir schon mal abmachen. Kühler können wir wegmachen. Sehr gut. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was, was dran ist, was noch weg muss. Kann ich mich nicht nochmal nach draußen versetzen? Schaut mal, das geht alles noch gar nicht ab hier. Aber die Ablage können wir abmachen und die Motorabdeckung, das ist schon mal praktisch. Können wir auch mal wegmachen, das können wir auch wegmachen. Die können wir schon wieder nicht wegmachen. Nee, die können wir noch nicht wegmachen. Okay, okay, okay. Warum auch immer wir die noch nicht wegmachen können, das hat schon einen Grund. Ich glaube, ja, klar. Ja, wir müssen erstmal von außen das alles noch wegmachen. Auspuff können wir noch nicht abschrauben, weil wir hier drüben noch abbauen müssen. Warum geht der Kotflügel noch nicht abzubauen? Wegen den Kisten, ja. Hier ist auch noch ein Feuerlöscher gewesen und eine Frontleuchte. Ach, die sind alle aufeinander gesetzt, deshalb, guckt euch das an. Junge, Junge. Das ist eine Heidenarbeit. Also wer das Spiel, wer hier echt Langeweile hat und so, das Spiel ist sehr langwierig, wie wir sehen. Und ich glaube, den Panzer, den kriegt man ja auch gar nicht fertig, jetzt in der Zeit. Von diesem, also jedenfalls nicht von den ersten drei Folgen des Let's Play. Ich muss erstmal hier die Schraube. Das nehmen wir auch raus. Das nehmen wir raus. Das können wir immer noch nicht rausnehmen. Aber die Laufräder können wir schon mal rausnehmen. Da hinten sind noch Ketten, die jetzt noch rausnehmen können. Ach, guck, der Kraftstoffdeckel. Also es ist eine ganz schöne Fummelage. Für alle, die hier drauf stehen. Ich finde es ganz interessant, muss ich sagen. Wenn wir so zwischendurch mal ein bisschen rumbasteln. Hier müssen wir noch das Stäbchen rausholen. Das kennen wir noch von vorhin. Ja, 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 ja. So, und jetzt haben wir hier nämlich gleich... Hier sind auch nur zwei drin. Vielleicht ist das auch normal. Oh ne, hier ist nur eine drin. Gut, ist nicht normal. Da haben sie einfach nur was vergessen. So, hier müssen wir mal die Schräubchen rausziehen, oder? Das geht gerade nicht, doch jetzt. Ich hatte gerade schon zweimal drauf gedrückt, aber irgendwie wollte er nicht. Kriegt man da eigentlich Erfahrungspunkte für, wenn man den hier rumschraubt? Den Auspuff kriegt man nicht ab, da brauchen wir erst die Abdeckung hier. Dann kann man den Auspuff rausziehen, den Zusatzauspuff ausziehen. Das Abschleppseil brauchen wir auch nicht. Motorlugen. Die können wir schon mal öffnen. So, Kistendeckel, Werkzeugkasten, Motorabdeckung. Jetzt wird's interessant. Jetzt können wir ja immer noch nichts abbauen. Motor. Ach, hier ist noch eine Motorabdeckung. Vielleicht liegt es da dran. Man weiß es nicht genau. Nee, liegt doch nicht da dran. Aber hier ist grün, ne? Halt, stopp. Batteriehülle können wir schon mal rausbauen. Die Luftfilterleitung. Luken können wir noch abbauen hier, super. Kommandantenluke.
Kannst du schon ordentlich dran schrauben. Die Gunblende muss auf jeden Fall raus. Aber die Geschützblende ist trotzdem noch da. Ach hier. Aha. Gut, jetzt wissen wir trotzdem noch nicht, wo es hängt. Aber ich finde es noch ein bisschen doof, warum man nicht einfach wieder mit einem Klick nach außen rausgehen kann. Ne? Man muss mal wieder ganz rausgehen. Jetzt gucken wir noch mal, ob die jetzt uns endlich mal hier. Hallo? Ob die uns endlich mal eine E-Mail geschickt haben. So wie es im Tutorial da steht. Ich drücke drauf, übrigens, ne? Da kommt nix. Panzermuseum, nächster Bericht. Hier kannst du einen beliebigen hohen Kredit aufnehmen. Hierfür musst du nur den Regler zum Stelle und bla 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 machen. Ja. Hallo? Neue E-Mails? Fragezeichen? Will er nicht. Ein KV1 draußen konnte man nicht reparieren. Musik und so, keine Lust. Licht, schön. Können wir ein bisschen Kaffee trinken jetzt hier? Das sieht aus, als wenn da schon Eis drauf wäre. Bestimmt Eiskaffee. Motorständer. Lüftet ab. Ah, jetzt haben wir Motor rausgeholt. Na, nice. Ach du liebes bisschen, Freunde, wir können den ohne auseinandernehmen, den Motor. So, jetzt wissen wir auch, warum ich da drinnen nicht rumbasteln konnte, weil wir den erstmal hier auseinandernehmen müssen, auf dem Ständer. Also die Keilriemen hier rauszerren. Also, ne, selber Panzer fahren bei World of Tanks ist dann doch schon um einiges einfacher. Da muss man nicht so viel machen. Aber mal so ein Ding auseinanderzunehmen und zu gucken, was steckt denn da alles drin, ne? Ist halt auch mal eine coole Aktion, muss ich ehrlich gestehen. So, jetzt haben wir das ganze Ding auseinandergenommen. Hier gibt es jetzt nichts mehr dran. Hier ist alles. Panzer außen. Ah. Wieder, da haben wir wieder den Panzer außen, okay. So, dann muss ich jetzt mal gleich mal gucken. Geschützturm mal klicken. Na fein! Mit Treppe. Ich höre Musik, ist die von hier drin? Vom Radio. Jetzt muss ich mal aus Spaß gucken. Audio. Ja! Wir machen es auf 50% zu. Och, sehr niedlich die Musik. Also nicht alle Panzerfahrer hören so klassische Musik, ne? Wollte ich jetzt immer gleich von vorne weg sagen. Jetzt haben wir das ganze Ding auseinandergenommen. Fein. Hier ist jetzt nichts mehr, was uns he weiterhelfen kann. Eine Lampe. Hier haben wir nichts, hier haben wir Upgrades. Können wir da noch irgendwas? Da können wir jetzt noch nichts machen. Können wir später ein Upgrade freischalten? Ich glaube, da wäre ja ganz gut. Dann.
Tablet freizuschalten, ne? Das Tablet aber ist hier schnell aus der Ferne auf die Steuerungsoberfläche zuzugreifen. Das wäre schon nicht schlecht. Sagen wir hier noch Parkplatz. Da brauchen wir eben einbieten. Mehr Platz für Panzer in deiner Werkstatt. Plus 2. Wäre auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Quad. Mit Quad sind Spieler bei Ausgrabungsmissionen weitaus agiler. Naja, gut, das brauchen wir jetzt noch nicht so sehr. Ich glaube, alle aufgeladenen Repertoren werden schneller erledigt und sind um 25% günstiger. Das wäre schon eine Klasse. Alle Einkäufe werden günstiger. Das ist hier wichtig. Dann machen wir mal Kohle von diesem Geld. Die Leistung aller Werkzeuge ist gestiegen. Erlangt das Prestige um 10%. Schrauben aufdrehen schneller um 25%. Das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht so wichtig mit den Schrauben. Die paar Sekunden können wir noch mal warten. Das ist so, glaube ich, günstiger. Geschwindigkeit des Spielers ist auch egal. Das hier wahrscheinlich. Das hier vor allem. Was ist hier? Erlangte Ersatzteile gestiegen um 25%. Und da können Panzer lackiert werden. Hier kannst du auch die Tarnung sowie Aufkleber und Dekos in dem Panzer auswählen. Ja, ist auch cool. Leistung aller Werkzeuge ist gestiegen um 10%. Verdienstgeld. Also das hier wäre schon mal wichtig. Ja, die zwei Dinge. Da könnten wir schon, wir haben verfügbares Besitz 205, könnten wir schon mal ein bisschen reinhauen. Das machen wir diese Folge jetzt auch gleich noch, würde ich sagen. Dann sind wir alle Einkäufe im Shop erstmal. Erstmal günstiger. Hier auch noch. Zack, so. Weiter geht's jetzt erstmal gar nicht. Doch hier können wir sogar noch weitermachen. Weiter spinnen die ganze Sache, aber ich möchte gerne hier noch alle aufgetragenen Reparaturen schon erledigt. Zack. Schrauben drehen sich frei auf. Die Leistung aller Werkzeuge ist gestiegen. Zack, ist auch wichtig. Das Tablet holen wir uns noch. Was ist das? Winkelschleifer, den brauchen wir noch nicht. Verdienstgeld. Cool, können wir nochmal machen. Sehr gut. So. Ah ja, können wir überall die gleichen Upgrades machen, alles klar. Jetzt haben wir hier so ein Ding stehen. Einfach mal wasted, ey. Einfach nur wasted. Ich weiß gar nicht, können wir denn draußen jetzt? Oh, haben wir neue Post? Nein, haben wir nicht. Sehr gut. Organizer. Angebot Reparatur. Guck mal. Hm. Benötigter Reparatur, benötigter Montagezustand. Die Frage ist, ob wir da draußen das Ding jetzt einfach mal in die Werkstatt reinschieben können. Das wäre ja schon mal wichtig und gut zu wissen, ne? Stock und Stein, walze ich alles klitzeklein. Vorwärts, rückwärts, rechts und links, aus dem Auspuff qualmt's und stinkt's. Und lenkt mir den Wild sau vor das Rohr, wird sie geballert zurück ins Rohr. Es wieder schön, paar Runden mit dem Panzer zu drehen. Ich will Panzerfrau, gib noch ein bisschen Dampf auf dem Kessel, Baby. Ich will Panzerfrau, rammel alles platt, weil ich Vollgas gebe.